Mutierten Topmodels. Oh, Entschuldigung. So, die hatte ein explosives Temperament, die gute. Wo bist du denn? Da unten ist dein, da ist dein Name. Da hast du irgendwas in die Luft gejagt. Oh, das sieht aber fett aus. Das ist voll unter Lenas Haus, ne? Ich habe nichts von Lenas Haus weggesprengt. Das würde ich ja sonst auch sagen. Du bist ein Fiesling. Aber das sieht echt cool aus. Hier hängen so, das ist so eine Höhle und hier hängen so teilweise... Sandstein runter. Sandstein runter, genau. Ja, das ist cool. Echt fett da aus. Soll ich, führst du mich runter? Guck ich mir das mal für die Abonnenten an. Ja, komm ruhig runter. Ich bin jetzt eh mit meinem Dach fertig. Wo ist denn der Eingang von dieser Höhle? Den dürftest du eigentlich nicht übersehen. War das, bei dir irgendwo? Das ist ein großer Krater. Hier, warte, hier. Ah, ja, ich hab schon. Ja, das ist ganz cool. Wasser unten, oder? Ah. Finde ich, sieht ganz nett aus. Rios Lustgrotte. Was? Rios Lustgrotte. So, das ist die Heilerziehungsanstalt Casa del Rio. Ach so. Kann sich dann ins Wasserbad setzen, sich mit Sand einreiben. Ist mal was anderes als immer nur Knochenmehl. Richtig. Oh, das Eisen. Eisen ist an sich immer gut. Warum kriegt man von Eisen keine Erfahrung, aber von Kohle? Ja, das ist... Aua. Oh, jetzt bin ich fast gestorben. Niemals Sandstein über einen abarbeiten. Bei Eisen kriegst du Erfahrung, wenn du das, wenn du das, schmilzt. Ne? Da kriegst du ja bei Kohle keinen mehr. Aha, dann muss ich dabei stehen bleiben. Nee, wenn du es rausnimmst. Nein, wenn du es rausnimmst, ja genau. Ah, interessant. Weil ich hab, so habe ich mich in meinen Singleplayer, ich habe ja da, Bücher gebraucht, ohne Ende. Ich wollte eine Bücherei bauen, dafür braucht man ja Leder neuerdings. Und da habe ich eine riesen Kuhfarm. Habe ich eine riesen Kuhfarm gemacht und ich hatte dann irgendwie 700 Fleisch oder sowas, die ich dann alle braten musste. Hast du das mitbekommen, wo Gronkh sich dann total drüber aufgeregt hat? Nee, habe ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich dann dafür so viel Erfahrung gekriegt. Ich habe, glaube ich, 30 Level gemacht, einfach nur, weil ich das Fleisch aus dem Ofen genommen habe. Okay. Hat er sich echt darüber aufgeregt? Ja, das war sehr unterhaltsam. Ich habe das nur mitbekommen, weil das gepostet wurde irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Weil ich schaue Gronkh ja nicht oder nur sehr selten gucke ich da mal rein. Und da hat er sich auf jeden Fall total drüber aufgeregt und hat gesagt, sag mal, es macht doch keinen Spaß mehr hier, Jeb, ey, was für ein Penner und so. Seitdem Jeb das übernommen hat, das Projekt Minecraft, wird's hier nur noch scheiße und... Ja, aber das ist ja nur Polarisieren der allgemeinen Meinung, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wo kommt man hier also wieder raus? Er hat sich halt tierisch drüber aufgeregt, weil er eine riesen Bibliothek bauen wollte und er da hätte eine Massenschlacht, Schlachterei bauen müssen, damit es irgendwie... Ja, frag mich mal, ich kann auf meinem Feld, was ich da angelegt habe mit den Kühen, 3 Steaks Weizen verfüttern und dann kann ich die umbringen. Ja, er wollte dann eine elektronische Massenschlachtanlage bauen. hat er gesagt, ja, und ich werde dazu getrieben, Massentierhaltung und die auf dem Fließband abzuschlachten, so nach dem Motto. Ja, soll er das auch... gar nicht so, wie es... Soll er das doch machen? Ja, ich hab's nicht weiter verfolgt, wie er das gemacht hat. So ein Auto, ich weiß nicht, wie er das machen will mit so einem Automaten, aber es ist schon cool. So eine Massenschlachtung. Die Erde? Ich hab gerade Misas drauf. Das ist relativ neu wieder für mich. Ich hab lange nicht mehr mit Misas gespielt, oder? Ich hab, glaube ich, Misas gerade aktiv. Ich mag Misas. Du wolltest Misas drauf machen, hast du zumindest vorhin gesagt. Ja, ich mag Misas auch, aber ich habe auch mir noch das Honeyball Remake runtergeladen. Ich mag sowohl Misas auch als auch Honeyball. Das Problem ist, dass das jeder benutzt. Das finde ich daran nicht so toll. Was, Honeyballs oder Misas? Beides. Ich nutze es auch, aber ja, also das neue Honeyball finde ich jetzt ein bisschen doof von den ganzen Items her, wie die aussehen. Deswegen habe ich mir das nochmal von der alten Version gesagt, alles neu gemacht. Fee, wo ist denn der Eingang von deinem Haus? Soll ich dich mal einen Weg anschließen? Ist das hier dein Eingang? Was ist der Eingang? Hier? Oder was wird das? Oder? Ja, nee. Cool, wird das ein Bad oder sowas, wo man dann... Ja. Cool. Ist hier dein Eingang oder weißt du noch nicht? Ich weiß noch nicht, wo mein Eingang ist. Okay, dann schließe ich ihn an den Weg nicht an. ich weiß gar nicht. Was hast du? Ich habe gerade eine Spinne mit Sand erstickt. Wie kannst du es wagen? I am so mighty. Ja, ein Knopf. Oh. Alles von der Spinnnetze. Brauche ich ein Crafting Table? Wieso finde ich denn Sporkuh nicht PW? Ah, hier ist ein Spinnenfarm.
macht jetzt ganz einfach mal Dreis kaputt. Ja, so habe ich ihn auch genannt, in dem Saintbar. So. Oh, noch eine Spinne. Ach sie, oh mein Gott, bin ich doof. PB, go to. Noch eine Spinne mit Sandasch. Hihi. So, Lol. Jetzt bin ich. Achso, hier ist er ja gar nicht mehr. Ja, ich bin nicht mehr, ich muss mal gucken, was er zwischendurch mal macht hier, wo er denn sein Haus ja, umbaut. Das ist. Ich weiß auch nicht, was ich da gerade tue. Ich wollte eigentlich ein. Hier bin ich. Boah, über diese ganzen behinderten Tränke, ne? Wir hatten da noch einen Überblick, ey. Keiner. Stimmt. Ja, nee, echt nicht. Das geht doch gar nicht mehr klar. Deswegen brauche ich mir keine. Und im Endeffekt kommen immer nur noch mehr Tränke hin. So. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll, weil ich meine, Minecraft ist kein RPG, tut mir leid. Naja, ja, fast schon. Das ist ein Grundstück genommen, okay, ja. Hinterm Leuchtturm. Ich habe ja mal in einer meiner Survival-Map-Folgen gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass wenn Minecraft einfach noch so ein paar mehr, ja, ich weiß nicht, technische Spielereien zukommen würden, dass man mehr Sachen miteinander kombinieren könnte. Zum Beispiel, es gibt so coole Mods, wo man dann Tagget. Mit... Bitte? Ich empfehle dir Tagget. Dann sagt mir jetzt nichts, aber ich... Das ist so eine Sammlung von 50 technischen Mods. Ja, auf jeden Fall, dass man sich da kann man sich da eine Mühle bauen und damit dann automatisch irgendwie Mehl mahlen und sowas alles. Und das finde ich echt cool und sowas würde ich mir gerade auch fürs normale Minecraft halt wünschen. Ich gucke mir ja gerade ein PW an, ein Let's Play an, wo einer das Ticket macht und dann baut er gerade eine Bienenfarm, die computergesteuert ist, wo dann die Bienen gezüchtet werden und alles und dann da die Honigwaben automatisch irgendwo hintransportiert werden. Das ist richtig gut. Also wann gibt es denn Bienen? Ja, die wohnen rein, die kannst du reinmodden halt. Ja. Also wenn du kannst ja Mods runterladen für. Okay. Gerade im Singleplayer gibt es so viel. Da kann man richtig schöne Sachen machen. Ja, und als die Wölfe damals reingepatcht wurden, ging es ja los. Da gab es dann die Better Than Wolves Mod und die war echt beeindruckend, die war so cool. Oh ja. Kennst du die? Mhm. Was wurde da geändert oder was wurde da gemacht? Tonnenweise Sachen. Du konntest irgendwie eine Mühle bauen durch so eine mit so einem mit so Getrieben und sowas alles und konntest Fahrstühle damit bauen, so Lastenaufzüge. Du konntest eine Feuerstelle bauen, wo du dir dann ganz viel Fleisch mitbraten konntest und so. Das finde ich auch cool. Warum gibt's sowas nicht? Also mehr Technik. Ja, eben, richtig. Also es wird wäre echt cool. Hat ja nur das Redstone so. Ja, toll Redstone. Aber Redstone ist echt, ich weiß nicht. Mit Redstone kannst du mal ganz tolle Sachen machen. Taschenrechner programmieren und so ein Schund alles, aber. Kriegt da auch gar nicht durch bei Redstone. Ja, es ist halt wie die Schaltkreise, ne? In Technik oder so, wie in der Schule halt. Es ist. Das ist doof. Musst du dich halt schon mit beschäftigen, wenn du da was. Halt was Cooles draus bauen willst. Ist so. Ich hab ja, mal. Auf meiner Cube City Map damals habe ich das Hotel Calavera gemacht und da habe ich ein blinkendes Schild, wo Hotel dran steht. Und das sollte dann in verschiedenen Intervallen blinken und da war irgendwie noch Minecraft Version 1. irgendwas. Also wirklich, was weiß ich, vor anderthalb Jahren oder so und da brauchte ich echt mega lange, bis ich das hatte. Da war ein riesiges Redstone-Dings dahinter. Heute hast du da vielleicht 5 Blöcke Redstone dahinter und ich hatte da irgendwie 30 oder so. Ich habe da bestimmt, weiß ich nicht, 3 Monate dran gesessen, bis das vernünftig funktioniert hat. Ja, mittlerweile kannst du es ja mit den Pressure Plates für Wagen machen, dass die da rüberfahren und dann Redstone auslösen. Na. Also mit den Schienen haben sie ein bisschen was gemacht, aber mir fehlen so die Zusammenhänge zwischen einzelnen Elementen. Also, dass man wirklich sich verschiedene Dinge craftet und daraus halt wirklich was Komplexeres bauen kann. Das fehlt mir so irgendwie. Ja. Ich habe damals Minecraft Version 1 irgendwas, als die Pistons rauskamen, mir einen großen Apparat gebaut mit einer Riesenschaltung hinter, wo ich dann Buchstaben einstellen konnte, die dann vorne angezeigt werden mit den Pistons. Das war schon... Das war so eine. Und dann habe ich daraus eine Laufschrift gebaut, das heißt, dahinter war so ein Lava und es hat mich dann. Es war 8 Blöcke hoch, was sich dann immer da fortbewegt hat, dass ich so eine Laufschrift vorne quasi darstellen konnte. Okay. Das war. Da war eine so eine. Ich weiß nicht, wie viele Tage ich da dran gesessen habe, um diese Redstone-Schaltung zu machen. Das ist. Gut, dass ich das jetzt auch mit den Händen gezeigt habe, wie diese Laufschrift geht, weil das hat. Habt ihr dann gesehen hier, weil als ich mich nicht mehr bewegt habe. Jo, du hast auch mal irgendwas gemacht mit dem Gras, dass das abends dann irgendwie die Glowstones angegangen sind oder sowas, ne? Mhm.
Das ist, da habe ich auch gar nicht durchgeblickt, oder? Mach das. War, glaube ich, ich meine, irgendwas mit Wasser war da auch. Ja, das war was mit Wasser auch. Ich weiß nicht, warum das so funktioniert und ich weiß nicht, warum da mal jemand auf die Idee gekommen ist, dass es so funktioniert, aber es, zumindest in dieser Version hat es funktioniert, ja. Also nicht zu 100%, sondern so 80-90%ig, aber es hat funktioniert. Und das ist das, worauf es ankommt. Ja, ich kann irgendwie sein, dass es mit dem Licht zusammenhing oder sowas, weil das liegt daran, dass sich der Block ja verändert, der Grasblock. Und sobald sich ein Block verändert, kannst du ja eine Schaltung bauen, dass das geht nicht. Dass sie dann feuert, ne? Zu nah, zu viel rüber, das ist zu nah, das geht nicht. Entschuldigung. Also wenn sich ein Block verändert, kannst du ja so eine Schaltung bauen, dass dass die dann feuert, wenn der Block sich halt verändert hat oder wenn sich da irgendwie an diesem Block, wo das dran gelegt ist, sich irgendwas ändert. Und da war es halt dieser Dreckblock. Und wenn da Gras drüber gewachsen ist, dann hat er sich halt verändert und dann hat die Schaltung gefeuert und dadurch eben die Dinge angemacht. Lampen. So, ich will jetzt mal was probieren. Also wo seid ihr jetzt genau dran am Baum? An der Wüstenstadt sind wir. Da ach ja, genau. Da kommst du nicht so schnell hin. Die ist irgendwo... Hinter dem Schnee. Da, wo du alles abgerissen hast oder ihr alle. Nee, noch ein Stück weiter. Hinter dem Meer. Also, wenn ich das so baue, dann muss ich bis hier hin und ich hoffe, dann haut die Fee mich nicht. Was denn? Wenn ich bis hier hin baue, so. Nee, Quatsch. Warum? Ich weiß nicht, im Sumpfdorf hast du mich da gehauen, als ich gesagt habe, oh, ich musste aber jetzt noch ein Stück Bahn bauen. Aber da waren wir ja sehr viel dichter zusammen. Solange du da jetzt verbunden. Was machst denn du da jetzt? Was baust denn du da jetzt auch an? Das wird eine Etage nur. Also nicht so, nicht so hoch wie das da. Okay, dann mache ich da ein bisschen Bäumchen oder Büschchen vor oder Kakteechen oder so. Kann ich sonst wieder dein Badezimmer beobachten? Ja, genau. Siehst du mich hier baden? Oh, das wollte ich doch genau machen, Fee. Das war mir so klar. Was wird Lykantra nur dazu sagen? Sie wird sagen... Oh, darf ich auch so gucken? Raza der Lüstling. Was? Niemals, das ist eine Unterstellung! Darfst du nicht auf dir sitzen lassen? Doch, darf ich. So, weil ich es gesagt habe. Ja. Jeder andere hätte jetzt sofort einen auf die Fresse gekriegt. Aber der Rio, der darf das. Ja. Ja, wir haben eine ganz besondere Beziehung zueinander. Ich bin gerade im TS. Wir sind die MTS. Nein, als ich angeschubst wurde, Mann. Was? Wer hat die angeschubst? Ja, nicht. Oh, toll, du darfst mitspielen. So nach dem Motto. Ja, Entschuldigung, so, mein Gott. Yeah, mofo. I can. Du nicht. And you can't believe that. So incredibly awesome. So, ich werde hier noch eine Umrandung ziehen. Eine so. Umrandung? Eine Umrandung. Eventuell muss ich das noch ein bisschen größer machen, aber... Zack. Für alle, die gerade bei mir zugucken. Prost. Ja, ich mache einen Garten. Oder so. In die Richtung. Wo denn? Bei mir? Am Haus? Ach, da hinten. Kann ich nicht hingucken. Ich hoffe nur, dass da was wächst. Niemals! So, ich brauche eine Schere. Zack, die habe ich hier. Ich brauche noch ein paar. Ich könnte eigentlich mal probieren, ein paar Pflanzen, ein paar Bäume anzupflanzen hier. Ach ja. Sand, wo kriege ich jetzt Sand her? An der Wüste. Wo ist denn die Wüste? Wusstet ihr eigentlich, dass wenn man Sachen jetzt enchanted hat, die anderen Leute das auf dem Multiplayer-Server auch sehen können? Ja, wir wissen, dann leuchten die ganzen Sachen leuchten ja dann. Ja, und das war ja eigentlich nur früher für einen selber sichtbar. Echt? Seit wann das? Wie schwer ist das immer für alle sichtbar, oder? Nein.